Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Streckeneinweisung oder Kennenlernen einer Strecke, nämlich Berlin-Wittenberg. Zweimal habe ich schon versucht, sie aufzunehmen. Zweimal. Beim ersten Mal war es ein rotes Signal. Beim zweiten Mal war es wieder ein rotes Signal. Aber so konnte ich die Strecke schon ein bisschen kennenlernen und ich weiß in etwa, was passiert. Ich bin Perfektionist, deswegen alle guten Dinge sind drei. Deswegen springen wir ein drittes Mal hier ins Szenario. Das mache ich alles für die Community. So, Türen auf. Berliner Hauptbahnhof. Wie gesagt, die ganzen Texte werde ich nicht vorlesen. Ja, ich war auch schon bei gut eineinhalb Stunden, hätte noch eine halbe Stunde Spielzeit gehabt. Das Szenario-Zeit. Ich stand quasi im BBR, Berlin-Brandenburg. Und dann habe ich mir das Szenario das zweite Mal zerschossen. Aber okay, alles für die Community. Also alle guten Dinge sind drei. So konnte ich natürlich jetzt ein bisschen üben. Aber einige Haltepunkte sind echt schwer. Und ja. So lerne ich natürlich auch die Schwierigkeiten dieser Strecke kennen. Einige Fehler dieses Spiel hat, zum Beispiel in Berlin Südkreuz werden gleich fliegende Autos sein, was wahrscheinlich nicht geplant ist, aber okay. Potsdamer Platz 1. Türen auf. Ich hätte natürlich sagen können, wir sind bis zum BER gekommen und das zeige ich euch nicht. Aber ja, ich möchte natürlich das ganze Erlebnis haben, dieses Szenarios. Deswegen habe ich die anderen beiden Aufnahmen auch gelöscht und nehme nur die perfekte Aufnahme. Ihr habt es auch schon gehört, wir fahren zum BBR, Berlin-Brandenburg. Als dieses Szenario gebaut worden ist, gab es den BER noch nicht. Hier heißt der BBI. Und ja. Schauen wir mal. Ich habe natürlich jetzt die Besonderheiten jetzt mal gemerkt, dass dieses Szenario auch perfekt ist. Jetzt dauert es natürlich noch ein paar Sekunden, bis sie rausfahren können.
Aber ihr könnt euch auf ein paar schöne Sachen freuen. Ich muss sagen, die Einfahrt zum BBR oder BBI, wie der hier heißt, ist wunderschön. Aber bis wir da sind, vergeht erstmal noch ein paar Streckenkilometer. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir Berlin-Potsdamer Platz rausfahren können. Dürfte auch gleich weitergehen. Wir sind mal wieder zu früh. Aber hatte ich in den ersten beiden Aufnahmen auch. Jetzt geht es nämlich zum Berlin-Südkreuz. Und da haben wir einen kleinen Bug. Da sind nämlich fliegende Autos. Habe ich jetzt in den ersten beiden Aufnahmen gesehen. Soll uns aber nicht stören. Ihr werdet gleich am Ende des Bahnsteiges fliegende Autos sehen. Dahin sind sie schon. Türen auf. Ja. Also die ersten beiden Aufnahmen waren eigentlich wunderschön. Aber wenn, dann möchte ich auch das ganze Szenario spielen. Das geht gute 2 Stunden. Dann muss ich es natürlich noch hochladen. Aber alles gut. Alles für die Community. Deswegen sage ich ja, alle guten Dinge sind 3. Fahren wir einmal hier, bis die Uhrzeit durchgelaufen ist. Und dann geht's auch gleich weiter. Hinter dem Aussag werden 140 erlaubt sein. Ah, okay.
Da stand nämlich 100, 160. Ich habe immer mich gefragt, wo denn die 140 stehen, aber das stand jetzt in der Erklärung. Okay, alles klar. Und weiter geht's, Richtung Lichterfelde. Wird gleich 140 sein. Halten. So, Tür auf. Hätte ich wahrscheinlich einen Zentimeter vorziehen müssen. Okay, ich wollte gerade sagen, wo steht denn unser Zug? Das war gar nicht mein Zug. Das ist unser Zug. Alle Türen offen. Da habe ich gerade mich gefragt, ups, stehe ich falsch? Aber ich stehe perfekt. 0,01 Kilometer vor. Das ist doch mal eine schöne Halt. Gleich geht's weiter. Mit ein paar Sekunden Verspätung.
160. Ankündigung 60. Zugbeeinflussung. Türen auf. Wir sind auf. Passt. In den ersten beiden Aufnahmen habe ich diese kurzen Halte immer, bin ich übers Ziel immer hinausgeschossen. Ist natürlich jetzt super, dass es jetzt klappt. Kann man mich mal loben. Robin loben. Ja, weil die Halte, die sind schon sehr kurz. Fahren wir mal eben, bis wir wieder rausfahren können. Es dauert immer ein paar Minütchen oder ein paar Sekündchen. So. Wie gesagt, die Texte lese ich euch nicht mehr vor. Müsst ihr sie anhalten. Also das Video. Ausfahrt mit 60. Und dann wieder zurück aufs Hauptgleis. Dürfen wir gleich wieder fahren, wenn wir aus dem Bahnhof raus sind.
Bahnhof der Deutschen Bahn. Sieht doch gut aus. Ah, ganz knapp, dass die letzten Türen nicht aufgegangen sind. Aber okay. Das, denke ich mal, ist zu verschmerzen. So, gleich geht es mit 80 in so ein paar Schlängelkurven Richtung BBR oder BBI, wie ihr es nennen wollt. Hier unten wird gleich BBI stehen. Wo ich das weiß, ich habe das Szenario schon zweimal gespielt und ich möchte es halt perfekt beenden. So, ein bisschen. Flughafen BBI, da steht jetzt schon. In 22 Kilometern. Natürlich heute schon zweimal lang gefahren. Kennt natürlich jetzt auch zwei besondere Stellen hier. Aber ich muss sagen, an sich gefällt mir das Szenario echt gut. Einer von vielen. Steht zwar jetzt 100, ich bleib trotzdem auf den 80. So, 80 angekündigt. Deswegen bin ich jetzt auch auf 80 geblieben. Jetzt wieder Hauptgleis mit 80.
wechsle Bing grün. Zug Beeinflussung. Hinter der Kurve geht es dann gleich wieder vom Gleis. Jetzt geht es nämlich wieder aufs rechte Gleis. Warte ich auf die Freigabe. Als wir das Szenario gebaut haben, gab es den BER noch nicht. Jetzt gibt es ihn ja. Signal. Das gefällt mir doch gut. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir. So, hier war der erste Punkt, wo ich in der ersten Aufnahme
aus dem Szenario rausgeschmissen worden bin. Da ist nämlich ein rotes Signal. Ihr seht's. Da hinten. Und rotes Signal überfahren. Szenario abgebrochen. Aber Fehler macht jeder. Ich will natürlich jetzt ein bisschen näher ranfahren, damit ich das Signal auch sehe, wenn es wieder grün wird. Da kommt nämlich schon der Gegenzug. Ist nämlich eine Zugkreuzung hier. Der ist halt auf meinem Gleis unterwegs. So. Jetzt haben wir nämlich Einfahrt BBI. Einfahrt mit 60. Deswegen bleibe ich jetzt hier auch auf 60. Jetzt nehme ich jetzt rechts raus. Müsste eigentlich rechts rausgehen. Natürlich jetzt auch nicht allzu schnell fahren, weil ich weiß ja noch, was hier für Sachen kommen. Jetzt geht's gleich in den Tunnel vom BBI oder BBR, wie ihr nennen wollt. Jetzt geht's hier nämlich über zwei Weichen rechts raus. Erste Weiche, zweite Weiche, achtzig angekündigt. Zugbeeinflussung. Erlaubt, fahren nämlich rechts raus Richtung BBI. Wir müssen trotzdem hier auf die Signale achten. Ankündigung 60. Zugbeeinflussung. Also 80, Ankündigung 60. Deswegen bleibe ich jetzt mal auf den 60.
ich jetzt gleich raus. Vom BBR oder BBI, wenn wie ihr es nennen wollt. Da landet gerade ein Flieger. Wir vor bis zum roten Signal. Ganz entspannt zum Halten.
Hören auf. Hier am Bahnhof Flughafen Berlin-Brandenburg. Jo, hier stehen wir nun. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo ich gerade das zweite Mal das Szenario abbrechen musste. Da habe ich schon eine gute eineinhalb Stunden aufgenommen. Es liegt gleich daran. Wir müssen gleich hier die Lok abkuppeln. Dann ein Stückchen weiter vorfahren. Und da muss ich dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber ich werde mir jetzt erstmal ein Stückchen trinken. Ich muss schon sagen, es sieht schon echt gut aus hier unten. Die Beleuchtung ist stimmig und so weiter und so fort. Wie gesagt, das mit Berlin-Südkreuz, das mit den schwebenden Autos. Nicht so schön, aber okay. Müssen wir einmal warten, bis es... Bitte Lok abkuppeln und vorziehen nach Gleis 12. Gut. Ausfahrt mit 40. Bis zum Ende durchfahren. Aber vorhin bin ich ganz vorne stehen geblieben. Und genau, dahin ist nämlich gleich ein rotes Signal und das hat mich ein bisschen geärgert. Deswegen fahre ich auch nur bis zum roten Signal. Nämlich das kleine rote Signal, was mich vorhin geärgert hat.
Deswegen bleibe ich jetzt auch hier stehen. Und guck mir mal einmal den Plan an. So. Intercity nach Cottbus. Und ich soll Gleis 2. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich einmal kurz warten. Bis der Zug durchgefahren ist. Das war nämlich wahrscheinlich auch der Punkt, warum der das Szenario abgebrochen hat. Weil der Zug noch kam. Zweimal. So. Jetzt hat er das Szenario nämlich auch nicht abgebrochen. Da rechts ist der Zug, den wir gerade hingefahren haben. Bis da vorne, setzen zurück und kuppeln wieder an. Nochmal sicher gegangen, dass er teilt ist. Da sind auf jeden Fall zwei weiße Punkte. Uns das Rangieren erlauben. Denk mal, wir werden die gleich auf die Weiche fahren und wieder ankuppeln. So. Dann einmal wieder umschalten das Licht.
So, Flughafen Berlin, Gleis 3. Wagen, die wir wieder ankuppeln. Das sind die Wagen, die wir auch gerade mitgebracht haben aus Berlin. Mal ganz langsam dran. So. Türen auf. Wunderbar. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich zweimal das Szenario abgebrochen habe. Zweimal rotes Signal überfahren. Im echten Leben wäre das die Kündigung. Aber okay. So, Licht nach vorne an. Wunderbar. Auf nach Wittenberg. Und ab hier weiß ich nicht mehr, was passiert. Weil die ersten beiden Aufnahmen habe ich immer abgebrochen. Am roten Signal, entweder hier am BBR oder in Diedersdorf. Bei 40. Nicht, dass das Signal schon wieder abbricht. Aber hier hinten ist doch grün. Ja.
rotes Signal ist, dann denke ich mal, dass ich da fahren darf. Signal.
23 sind angekündigt. Schon mal drin. Zugbeeinflussung.
habe ein gelbes Signal gesehen. Gelb heißt meistens rot. Also können wir auch ganz entspannt reinfahren. Wir haben ja Zeit genug. Wunderbar. Ja. Jetzt sind wir natürlich viel zu früh hier. Schaut mal, 21.06 Uhr haben wir. 21.14 Uhr sollten wir hier sein. Ja. Also Zeit genug für eine Pinkelpause für euch, wenn ihr dieses Video schaut. Ich habe hier mein Wässerchen. Ah, schon schön gemacht. A5 Lutherstadt Wittenberg. Ja. Da kommt noch ein Intercity vorbeigerauscht. Vielleicht kommt ja auch noch ein ICE vorbeigerauscht. Man weiß es ja nicht. Ausfahrt war ja auch mit 80. Aber wie gesagt, ich habe es zweimal versucht aufzunehmen. Das erste Mal bei Diederdorf. Da war ein rotes Signal. Da musste man anhalten. Habe ich nicht gemacht.
Und im BBR, da kam mir auch ein Zug von vorne. Habe ich auch nicht angehalten. Aber so ist es nun mal. Alle guten Dinge sind drei. Wir sind jetzt auch gut wieder bei 1 Stunde 12 Minuten Aufnahmezeit. Und ja, das läuft dann schon mal gut. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir fahren können. Wir haben noch gute 6 Minuten. Wenn der Fahrdienstleiter das so haben möchte, dann ist es okay. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt so lange Aufenthalt hier haben. Ich weiß, wir sind ein Regionalexpress und kein Intercity oder so. Wir müssen alles vorbeilassen. Ja. Die Deutsche Bahn kann auch pünktlich sein, aber nur wenn Robin TV fährt. Die Anordnung ist natürlich auch falsch. Die rote Lok müsste rechts sein. Aber okay. Das lag wahrscheinlich am Rangiervorgang. Was haben wir denn hier dran? Wagen 28, 16, 14 und 26. Aero DBZ. So. Und die Fahrgäste aus Birkgrund, Luxig-Schelge, Tyro, Trebin, Woltersdorf, Luckenwalde, Jüsterburg, Niedergörsdorf. Ja. Wir haben noch einiges zu tun. Aber okay. Zum Kennenlernen dieser Strecke ein sehr schönes Szenario, wie ich finde. Darauf erstmal ein Pfiff. Ja. Eigentlich müsste man die Fahrgäste auch darauf aufmerksam machen. Aber hier ist gar keiner. Hier ist auf jeden Fall 80. Grün blinken. Ich glaube, da kommt ein anderer Zug. Der Zugkütt. Wahrscheinlich müssen wir die Intercities und so erstmal durchlassen, bis wir fahren können. Ich hoffe mal, die nächsten Haltepunkte, die werden nicht allzu schwer. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir auch noch rote Signale und so. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, wir haben es jetzt 11 Minuten nach 9 hier im Spiel. Und so langsam wird es auch dunkel. Wie gesagt, die Strecke finde ich eigentlich mega schön. Kann man echt nicht meckern. Ein, zwei Fehler im Spiel, okay. Es ist ein Simulator. Wäre es jetzt im Echt? Ja, okay. Gleich dürften die Türen auch zugehen. Und dann können wir auch schon weiterfahren. Einmal nach Ludwigsfelde. 80 war ja schon angekündigt bei der Rausfahrt.
fahren wir jetzt auch mal auf 80. Ankündigung 60. Los, Fischhalde, Bahnsteig A, Gleis 2503. Wir sind eh schon wieder viel zu früh. Aber ein schönes Lichtspiel. Türen auf. Ausfahrt mit 60. Ja, die Zeiten, die stimmen natürlich jetzt nicht. Wir sind natürlich viel zu früh. Wir halten uns aber hier an die Angaben. Genehmigung zur Überfahrt des haltzeigenden Signals verweigert, okay? Wunderbar. Verweigert, aber hier Ausfahrtssignal ist ja grün. Wäre auch LZB, deswegen der LZB-Draht. Aber wir dürfen offiziell 160. Weil wir nicht LZB geführt sind. Deswegen bleibe ich auf 160.
Nächster Haltepunkt. Wunderbar. Türen auf. Bremse wieder gelöst. Und hier haben die Fahrgäste auch wieder Zeit, auszusteigen und einzusteigen. Jetzt heißt es wieder auf die Uhr warten, bis die durchgelaufen ist. Ich weiß nicht, der Szenariobauer, der hat wahrscheinlich gedacht, man ist so ein bisschen entspannter, man ist nicht ganz so schnell unterwegs, aber okay. Jetzt warten wir auf jeden Fall, bis die Zeit hier durchgelaufen ist. Türo. Ah, schon schönes Schattenspiel hier. Aber wir gehen mal schnell wieder rein. Nicht, dass von vorne gleich ein Zug angerollt kommt. Und wir stehen hier. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das hier eine Hauptstrecke ist oder eine Nebenstrecke. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich würde fast behaupten, eine Nebenstrecke. Weil sonst würde der FDL uns nicht so lange hier stehen lassen. Eintreffzeit 21.22 Uhr stimmt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel früher ich hier schon war. Aber okay. Jetzt dürfte die Uhr gleich durchgelaufen sein. Und dann geht's weiter. Ich würde natürlich Tür auf, Leute rein, Tür zu, weiterfahren. Aber wir müssen uns natürlich ans Szenario halten. Wir spielen noch aktuell immer mit zwischen 100 und 130 FPS. Das ist auch super. Müsste gleich durchgelaufen sein. Und dann können wir den Regler wieder nach vorne. Und weiter. Trebin, nächster Halt. Passt es nämlich auch, die Lok ist vorne. So langsam wird es hier Nacht. Wir bremsen so langsam wieder ab.
mit dem Bagger ist auch wieder da. Rebin, Gleis 1. Hier läuft die Uhr auch schneller durch. Das ist doch mal angenehm. Wie gesagt, die ganzen Texte hier könnt ihr lesen, wenn ihr das Video anhaltet. Woltersdorf in 12 Kilometer. Kollege. Ja, nur fliegen ist schön, aber die Deutsche Bahn benutzt den grünen Strom, deswegen finde ich das auch ganz okay so. Da wir ein nicht LZB geführter Zug sind, bleibe ich mal hier unter 160. Woltersdorf ist ein bisschen größerer Bahnhof, aber ich gehe davon aus, dass es auch so ein kleiner Bahnhof ist. Na, schauen wir mal. Alle Signale grün. Fünf Kilometer.
weiter noch bis Woltersdorf. So, hier geht's mal runter. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mitbremsen. Woltersdorf. Und ein schöner kleiner Bahnhof. Deswegen fange ich jetzt schon mal an, zu langsam abzubremsen. Wir sind ja immer noch viel zu früh. Aber okay. Fahren wir mal ganz entspannt mit 100 weiter. Noch so viel Zeit, da kann ich auch ganz entspannt meine Bahn freifahren. Alle Türen auf, das ist doch mal gut. Was haben wir denn noch hier? Woltersdorf, Luckenwalde, Kiebitz, Zahna. Ach, wir haben noch ein paar Haltepunkte. Das ist doch mal schön. Das Szenario sollte 2 Stunden gehen, das Kennenlernen. Mal schauen, wo wir am Ende rauskommen. Jetzt stehen wir hier am Bahnhof. Alles ruhig. Keiner möchte ein- und aussteigen. Dann könnten wir eigentlich weiterfahren. Aber wir dürfen ja leider nicht. Aber ich bin froh, dass es jetzt im dritten Schritt, in der dritten Versuch der Aufnahme, doch geklappt hat, das Szenario mal zu Ende zu fahren. Ich denke mal, jetzt wird auch nichts mehr großartig passieren. Wir werden jetzt noch die Haltepunkte anfahren. Der BER ist ja jetzt schon lange hinter uns. Oh ja, dann geht's gleich, wenn die Uhr hier durchgelaufen ist, für uns weiter.
Lalalalalala. So, gleich geht's auch weiter. Die Abfahrtzeit ist die andere. Eigentlich sollte ich um 21:35 hier sein. Jetzt bin ich ein bisschen früher da gewesen, aber ist ja okay. Bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die Türen automatisch zugegangen sind. Luckenwalde, Gleis 23, 4 Kilometer. Ankündigung 160. Da wir ja eh nicht LZB geführt sind, sind wir ja quasi immer schon auf 160. Ankündigung 160, okay. Da stand Ankündigung 160. Deswegen bin ich jetzt schon mal auf die 60 runter. Ihr seht es ja, grün wechselblinken. Wahrscheinlich geht es jetzt hier rechts rauf. Oder raus. Seht ihr es? 60, grünes Blinken. Zugbeeinflussung. Deswegen fahre ich hier auch schon mit 60. Weil die Signale kann ich schon lesen. Jetzt geht es wahrscheinlich hier rechts raus. Auf. Wunderbar. Wir hätten sogar noch ein bisschen Platz gehabt nach vorne. Aber gut. Jetzt stehen wir in Luckenwalde. Gelb und eine 2. Mal schauen, ob wir hier noch überholt werden. Wir stehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier in Luckenwalde. Weil dieses gelbe Signal und die 2 kann ja eigentlich nur behaupten oder bedeuten, dass von hinten einer kommt, der nur 20 fahren darf. Schauen wir mal. Das wird uns ja das Szenario gleich sagen. Wenn die Zeit hier durchgelaufen ist. Ich bin mal gespannt.
Okay. Grün mit 60, okay. Jüterbog, Gleis 1. Ausfahrt mit 60. Was ist denn das hier links für ein Gebäude? Das kenne ich gar nicht. Aber ich weiß, dass wir auf 160 beschleunigen dürfen. Stunden, also aber wir fahren das Szenario auf jeden Fall zu Ende. Angekündigt. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind ja nicht NZB geführt. Deswegen dürfen wir nur 160 fahren. Aber wir sind immer noch viel zu früh. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Szenarienbauer, aber... Da war auch die kleine Täfelchen, wo 160 drauf stand. Thank you.
bleiben jetzt mal hier bei knapp 100. Wer weiß, ob wir noch Weichen wechseln müssen oder so. Wie gesagt, wir sind ja eh viel zu früh. Ganz entspannt hier in Göteborg reinfahren. Können wir auch ganz entspannt so abbremsen. Ich denke mal, die Geschwindigkeit passt. So. Türen auf. Kontrolle, aber ich denke mal, das passt. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Aufenthalt. Wie viele haben wir denn? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Wie groß ist denn die Map? Ah, schon gut gemacht. Und ich muss sagen, die Beleuchtung und das Ambiente und so ist doch alles ganz gut. Ich hätte natürlich jetzt mit dem Zug auch bis nach ganz vorne fahren können. Dann müsst ihr euch überlegen. Die, die von hinten aus der Treppe kommen, die müssten alle so weit laufen, wenn ich bis hier hinten gefahren wäre. Ich achte ja auch ein bisschen auf die Kunden. Mal ein Stückchen Wasser. Ich glaube, die 2 Stunden, die angegeben waren, die sind nicht zu halten. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben noch ein paar Haltepunkte. Und ja. Aber ist nicht das Problem. Ich fahre das Szenario bis zum Ende. Auch wenn ich schon 2 Versuche hatte. Aber der dritte, alle guten Dinge sind ja 3, klappt ja. Ihr seht es ja auch, ich hätte noch 0,08 Kilometer gehabt. Mal gucken, wann es wieder auf die Hauptstrecke geht. Oder ob es schon die Hauptstrecke ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war hier unten in der Gegend noch nicht. Okay. Da ist jetzt ein rotes Signal. Da war ganze Zeit ein grünes Signal. Schauen wir mal. Was das Szenario uns anbietet. Gut.
Oder war das Signal ganze Zeit rot? Ich weiß es nicht. So, dann mal raus hier. Die großen Haltepunkte, die mag ich natürlich lieber als die kleinen Haltepunkte. Ist doch klar. Komm, wir fahren auf den Nebengleis und das da hinten ist das Hauptgleis. Aber ganz genau weiß ich es natürlich nicht. Vier Kilometer noch. Der Bahnhof ankommen. So, schon mal ein bisschen vorbremsen. Wieder ein schöner kleiner Bahnsteig. Sind, könnte der Bahnsteig sein. Schauen wir mal. Übrigens, wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden und das Szenario sollte 2 Stunden dauern. Also stimmt das nicht ganz. Auf. Passt wunderbar. Niedergorsdorf. Dauert es natürlich hier wieder ein bisschen. Und so langsam kommen wir auch an die Zeit, die hier steht. Wir sind natürlich immer noch zu früh dran. Aber okay. Geht's dann gleich wieder raus für uns. Mit einer schönen 160. Ich weiß natürlich nicht, wann der nächste Bahnhof kommt. Kann natürlich auch sein, dass der in 2 Kilometer schon da ist.
8 Kilometer. Und hier steht schon gar nichts mehr. Wieder auf die 160. Wunderbar. Hier ist wieder zweigleisig. So, 160 erreicht. Einen Kilometer bis zum nächsten Halt. Blödsdorf. Blödsdorf. Jetzt sind wir genau bei 2 Stunden. Natürlich wieder zu früh und der Zeitplan stimmt ja jetzt überhaupt nicht mehr. Also fahren wir mal mit 100 hier rein. Mal ein bisschen anbremsen. Auf. Oh, das war hier aber knapp. Steht der noch drin? Da steht sogar noch drin. Okay, nach vorne hätte ich auch noch Platz gehabt. Das sieht man natürlich vorne aus dem Triebwagen nicht. Oder aus der Lok. Kiebitz, Klebitz. In 3,9 Kilometer. Noch 5 Kilometer.
bin schon. Das war ein bisschen unsanft. Jetzt haben wir hin die Fahrgäste mal so richtig schön durchgeschüttelt. Aber ich stehe vernünftig drin und das ist das Wichtigste. Ja. So sieht das mal aus. Mal schauen, wie lange wir noch bis Wittenberg brauchen. So, schon mal mein Notizzettel, wo ich alle meine Fahrten eintrage, dazu genommen. Ankündigung 40.
Standardankündigung 40. Ich weiß natürlich nicht, ob das vor dem Bahnhof Zahner ist oder für nach dem Bahnhof Zahner. Also auf jeden Fall wechselblinken. 40. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich rechts aufs extra Gleis gehen. Da seht ihr es, 40 grün blinkend. Ja, mal schauen, wo es hier reingeht. Ich sehe einen großen Bahnhof. Was heißt groß? Auf. Passt aber. Da ist auf jeden Fall schon 40 mit Ausfahrt. Bulzig, Gleis 1. Ausfahrt mit 40 ist klar. Dann wie wir aus Obdas fahren. Deswegen ist hier auf 40 angekündigt. Weiche, aber für die zwei Weichen. Wann hier die 160 kommen. Ich weiß, hier steht 200, aber es sind nur 160. Gar nicht so massig beschleunigen. 1,7 Kilometer noch. Wir sind immer noch 7 Minuten vor der Zeit.
schmutzig. So, ich lasse jetzt hier angezogen die Bremse, weil hier geht's runter. Wenn ich jetzt die Bremse löse, dann fahren wir los ungewollt. Ah, drei Halte noch. So, weiter geht's nach Zornigal. Auf 100 Stundenkilometer. Denk mal, das ist ganz gut so. Ich denke mal, die 2,5 Stunden für dieses Szenario brauchen wir. Statt 2 Stunden, die angekündigt waren, aber okay. Türen öffnen. Wunderbar. Hier steht 0,0. Das heißt, hier können wir auch einmal Bremsen wieder rausnehmen. Ankunftszeit war für 22.17 Uhr. Jetzt ist 22.11 Uhr. Lutherstadt Wittenberg. Auf in die letzte Runde. Geht natürlich wieder auf unsere 160, ist doch klar. Angekündigt.
Beschleunigung 160 wahrscheinlich. Zug beeinflussen. Ankündigung 60. Passt doch. Ganz entspannt. Ich habe die 60 gesehen. Hab 60 runtergebremst. Und jetzt geht's hier nach Lutherstadt Wittenberg rein. Ist hier wieder 160. Okay, wahrscheinlich weiche rüber 60 und ab hier dann 160. Aber ich fahre jetzt ganz entspannt hier mit 60 rein in den Bahnhof. Zug beeinflussen. So. Tür auf. In Lutherstadt Wittenberg. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Ich meine, ich habe von zwei Aufgaben gelesen. Holen Sie Fahrgäste. Halten Sie BW Wittenberg 313. Halten Sie BW Wittenberg 318. Gut gemacht. Stellen den Zug jetzt noch auf Gleis BW Wittenberg 313 ab. Innerhalb des... Ich habe keine Ahnung. Okay. Haben wir die Befreiung für Überfahrt oder nicht? Weil hier müssten eigentlich zwei weiße Punkte sein. Gucken wir nochmal.
Da ist rot. So, hier runter, hier runter, hier runter. Hier runter. Okay, gut. Aber wir sind in Wittenberg angekommen. 22, 22 Bahnhöfe. 2 von 4 Bischungsuhr angehalten. Aber ich würde sagen, ciao mit Frau Robin. Tschüss. Wir sind ja in Berlin-Wittenberg angekommen. Euer Robin. Ciao.